willkommen zurück in der Zone. Es ist noch sehr früh am Morgen. Und wir haben uns bereits auf den Weg gemacht. Denn ich habe heute einiges vor. Da wir ja die Brücke erforscht haben und das die Kläranlage oben auf dem Hang und wissen, dass die Scar-Anomalie nicht zu passieren ist, solange wir nicht besseres Equipment haben. Im Prinzip sind wir hier so ziemlich fertig, bis ich besseres Gear bekomme und die Anomalie noch erforschen kann. Darum habe ich mich entschlossen, dass ich heute versuchen will, zum Red Forest und durch den Red Forest hindurch zu kommen. Wenn möglich, um in die ein bisschen besser besiedelten Regionen vorzudringen. Der Norden der Zone ist doch zumeist Wildnis. Weiter unten haben wir dann mehrere Basen, die wir, wo wir Sachen kaufen können, und ich hoffe mal, dass wir dann auch da vielleicht mal die Werkzeuge endlich finden, die wir so dringend benötigen. Ich habe mich zu diesem Unterfangen gut ausgerüstet, also ich hoffe, ich habe mich gut ausgerüstet. Ich habe also noch den Revolver repariert und verbessert und mitgenommen. Außerdem habe ich mich noch ein bisschen mit Munition eingedeckt, was im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten lag und mir vernünftig erschien. Außerdem jede Menge Essen, Tabletten aller Art. Und natürlich jede Menge Medkits. So, in das Gebiet, in das wir jetzt gehen, Jupiter, da will ich mich gar nicht so lange aufhalten, wenn möglich, sondern will gleich durch zum Roten Wald und ja, ich hoffe, dass wir durchkommen. Sehr schön. Hier regnet's. Okay, der da oben ist feindlich gesonnen. Also wir müssen im Prinzip einmal schräg durch. Ich will mich gar nicht aufhalten, also ich will hier gucken, ob hier vielleicht ein Stützpunkt ist, den man später nutzen könnte. Ansonsten will ich mich gar nicht weit lang aufhalten und auf möglichst geraden Weg durch dieses Gebiet hindurch. Ah, das ist ein Snork.
direkt schön, sehr schön. Ah, läuft zurück. Wenn wir natürlich Kämpfe vermeiden können, dann ist das super. Anzeige sagt mir, dass Gefahr in der Nähe ist. Wahrscheinlich der oben auf dem Dach. Der hat gesessen. Okay. Das war das erste Medkit und die erste Bandage. Ja, definitiv ein Typ von Monolith. Ja, es sieht ganz so aus, als wären da, als wäre da ein Stützpunkt. Das heißt also tatsächlich, wir könnten auch hierher migrieren und uns hier bereit machen. Jupiter Janov Station, okay. Ist eigentlich auch ganz schön. Gefällt mir. Ich steck mal die Waffe weg, bevor sie... Zdarov! Wer bist du? See you later. Okay. Червь, ты будешь растоптан! Also. Echt jetzt? Ha! Huh. Okay, ich glaube, das Schiff ist sicherer. Hängt da einfach ein Typ von Monolith rum. Das ist eine Überraschung. Ладно, чувак, подходи, когда слова чужой.
Teufel ist er hin? Das Klo runtergespült. Подходи, брат, у меня как в Греции все есть. Da liegt er. Что-то ты бледный. Может, укольчик сделаем? Будь здоров. Das ist ja interessant hier. Wie ist der da reingekommen? Geht's raus? Na, ich nehme mal das Zeug mit, was hier liegt. Geheimtür? Wahrscheinlich durchgeglitscht. Schade, ich hätte gern die G36 gehabt, die er hatte. Naja, was soll's. Ich erkunde jetzt hier nur noch mit Shotgun im Anschlag. Ah, привет! Bye! Naja, bye. Вот и поговорили. Okay. Что скажешь, брат? Trade. So, okay. Hier haben wir einen Trader. Das ist nur ein normaler Stalker. Squad Leader, um genau zu sein. Hier. Hier gibt es ein bisschen was zu mitnehmen. Ah, hier unten kann man schlafen. Zdarov. Trapper. Ну не пуха. So. Hier hatten wir den Mechaniker, hatte ich gesehen auf der Map. Bist du der Mechaniker? Repair Modify, ja. Dann reparieren wir unser Zeug. Ich hoffe stark, dass wir die Werkzeuge nur einmal besorgen müssen und dass dann alle Mechaniker freigeschaltet sind. Dass das Spiel das nicht erkennt, dass es in diesem Spiel, dass es in dieser Version mehrere Mechaniker gibt. Aloha! Und was hast du uns anzubieten? Ich habe auch ein paar Rucksäcke mitgenommen, damit ich unterwegs Stashes anlegen kann, falls das nötig sein sollte. Er hat aber auch nichts Neues, was uns behilflich sein kann. Dann verkaufen wir nur die Badges hier. Ja, weil ich natürlich so viel dabei habe, ist das Total Weight jetzt schon auf fast 50 Kilo. Покедова! Эй, сталкер, с чем пожаловал? Ну вы как дети. Das hier ist der Mediziner. Ja, ja, okay, meine Leber ist größer als normal. Gut. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gestorben bin, oder? Okay, wir folgen den Schienen bis zur Brücke und dann gehen wir die an. Ja, okay, alles klar.
hier ein bisschen, also ich höre ein bisschen Radioaktivität. Irgendein Zombie. Für jetzt wollen wir ihn in Ruhe lassen, weil ich meine Kräfte echt schonen will. Noch ein Mechaniker. Da muss ich doch kurz mal schauen. Mobile Science Lab. Die Werkzeuge. Hat denn hier keiner Werkzeuge? Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем бункере. Trader. Er hat jede Menge Gold, Gold, Rubel, aber er hat nichts anzubieten. Na gut. Dann gehe ich mal wieder. Macht's gut, Jungs. Mittleren. Den mittleren. Ich habe mir übrigens Picknick am Wegesrand gekauft. Das ist das Buch, auf dem, ja, an welches die Stalker-Spiele anlehnen. Das ist, glaube ich, von 76. Und es geht darum, das hört sich verdächtig nach Smorgs an. Der steht Wache, wahrscheinlich ein Banditenstützpunkt da.
Wir gehen einfach weiter. Also in dem Buch Picknick am Wegesrand ist von einem russischen Autor. Ich weiß den Namen jetzt nicht auswendig. Und da geht es darum, dass es wohl auf der Erde 6 sogenannte Zonen gibt, in denen alle möglichen seltsamen Dinge passieren. Und das ist Abenteurer, Minen. Ja, geil, ne? Diese Zonen, die durch Alien-Technologie wohl verursacht werden und wo alle möglichen seltsamen Sachen vor sich gehen. Des Weiteren gibt es in dem Buch so die Stalker, das sind ja Schatzsucher, die in diese Zone hineingehen, um von dort Artefakte, wahrscheinlich außerirdischer Natur, zu bergen und diese dann auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Es gab dann später einen Film, der sich mit diesem Thema befasste. So, wo muss ich rein? Da oder da? Ich hoffe mal da. Nein. Okay, vielleicht haben sie die Minen mittlerweile geräumt. Ja, bitte. Also es gibt dann den Film, der nicht mehr so viel mit dem Buch zu tun hatte, nur die generelle Thematik wohl aufnahm, namens Stalker. Das war alles vor Tschernobyl. Und ja, das Entwicklerteam von Stalker, Shadow of Tschernobyl, hat halt diese Thematik aufgegriffen von Picknick am Wegesrand. Roadside Picnic im Englischen, um das Tschernobyl-Thema zu verwursten. Und da gibt es noch ein paar mehr Sachen drin, die sich überschneiden, die halt auch in Stalker zu finden sind. Ich will aber nicht zu viel vorweggreifen, vielleicht wird es in der Story hier noch erklärt. Ich meine, es ist eine Sandbox, aber wir haben den Story-Modus aktiv und vielleicht wird es irgendwann mal erklärt, deshalb will ich jetzt nicht unbedingt vorweggreifen. Okay, dann lass uns mal sehen. Ah, es geht ja gut los. Lass uns mal die... Also hinter uns sind Friendlies, oder wie? Vor uns habe ich einen roten Punkt gesehen. Einen habe ich. Okay, ich habe sie beide. Noch einer.
Oh, hier wimmelt's von Zombies. Zeug mitnehmen, weil ich auf der Durchreise bin quasi. Ich nehme nur Sachen mit, die ich auch unmittelbar gebrauchen kann. Oder halt, wenn ich was echt Wertvolles finde. Hier ist ein Trader, oder ein Important Character, alles klar. Dann werden wir da als erstes mal hin. Der ist ja auch direkt ganz in der Nähe. Glock 20. Oder Freund? Freund. Da sind auf jeden Fall noch mehr Leichen. So aus. Oh, das war einer von... Fuck. Fuck! Das nehmen wir mit. Das sieht gut aus. Nein, nicht equip, nur mitnehmen. Außer die Munition. Unload, die. Okay. Entschuldigung! Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht töten. Tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich dachte, das wäre ein Bandit. Eine Vintores, die nehmen wir mit.
für eine? AKM. Okay, wir nehmen das Zielfernrohr mit. Die AKM selber nehmen wir nicht mit. Oh, die Vintores. Ah, die ist natürlich ganz schön kaputt und ich habe ja eigentlich. Ich meine, ich habe hier eine. Im Dings liegen. Oder habe ich eine? Nee, ich habe keine. Ich habe eine VSS. Natürlich nehme ich die Vintores mit. Das ist eines der coolsten Gewehre überhaupt. Ah, SVT-40. Sehr schön. Jetzt haben wir also auch Bestätigung. Если хочешь поговорить, так пушку опусти и подходи. Медленно. Ich nehme mal. Ich weiß nicht, ich überlade mich gerade. Vielleicht kann ich ja hier was verkaufen bei dem. Eine Wurst. Wir nehmen die Wurst mit. Unload. Na, schade, das passt nicht da drauf, das PSO-Scope. Das PSO ist mehr für die. Wir können ja mal die Vintores angucken. Ah, was für eine herrliche Waffe. So, wie sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aus irgendeinem Grund tut sich mein Stalker als minimieren und tut die Aufnahme dann zerschießen. Das heißt, ich muss es dann zusammenstückeln. Что, молодая зелена? Hallo? Чего ты тут ищешь? Who are you? Forrester. Wildlife Reserve, okay. Sehr schön. Also, ja, das klingt ja sehr, sehr aufbauend. Okay, es ist. Oh, der kann upgraden. Sieht ganz so aus, als könnte er. Jawohl, das nehmen wir. Und die Container. Und weniger Gewicht auf die Body Armor. Ah, verdammt, schade, dass ich nicht mehr Geld habe. Okay, was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch unbedingt? Weight Reduction. Okay. Forrester hier kann. Der hat die Tools. Das ist ja wunderbar. Da ich allerdings nur. Und coole Musik hörte. Da ich aber nur begrenzt Geld habe, nehme ich echt nur die wichtigsten Upgrades. So. Hat der irgendwo Kaliber? Oh, ich kann
9x18, aber das will ich nicht. Ich will kein anderes Kaliber. Kein Rate Reduction auf die UMP45. Schade. So. Da habe ich schon Rate Reduction. Handling plus 4. Ich glaube, das brauche ich auch nicht. Die Gasmaske. Da kann ich mir nur eins. Was nehmen wir? Chemisch oder Radiation? Radiation ist, ich glaube, ich nehme chemisch. Gibt eh nur einen Filter hier, einen Slot. So, dann der Suit. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir noch upgraden können. Chemisch und Schock oder Thermal? Die Schock kann man eigentlich immer... Die Thermal, das ist, die Hitze ist ja schon eher ein Problem. Und dann nehmen wir nochmal chemisch. So, und jetzt. Ich glaube, ich nehme das. Sehr schön. Okay, wir haben unseren Suit upgraded. Und wir haben unser Gewehr ein bisschen leichter gemacht. Jetzt haben wir tatsächlich 60 Kilo Weight erreicht und meine die Waffe lassen wir überfallen. Okay, cool. Не забывай, старика. Goodbye, Forrester. Dann tun wir jetzt. Wir sind hungrig. Essen eine Wurst. Bist du einmal hungrig, dann ist eine Wurst. Wir nehmen die Waffen vor, um zu gucken, müssen wir sie nachladen? Nein. Okay, unload. Und dich droppen wir. So. Die will ich mitnehmen, glaube ich. Okay, diese Zone hat also eine Tendenz dazu, diejenigen zu töten, die reingehen. Sehr schön. Wo muss ich hin? Army Warehouses, da muss ich hin. Das heißt, eigentlich quer durch und dann der Straße folgen. Jetzt mal erstmal gucken hier. Relations. Clear Sky, Freedom. Military. Ich glaube, ich muss ein paar Quests für die Jungs machen, nicht, dass die irgendwann mal rot werden. Dabei. Unload. Ich nehme jetzt mal. Oh, das ist schön. Das ist Munition, die wir dabei haben. Unload. So. Das ist dasselbe Gewehr, ne? AK-12. AK-12, welches ist besser? Obere, Unload, dann der Telescope, dann kannst du das behalten. Ne, gar nicht wahr, das ist besser. Unload, der Telescope. Das lassen wir hier. Unload. Unload. Okay.
стэш. What the fuck? Na, der war aber fleißig. Alter, wie der das alles schleppen kann? Eine Sniper-Variante vom G3 dabei gehabt. Ich glaube, das behalten wir mal. Das ist. Oje. Oh je, das ist ein Pseudo-Riese. Dem wollen wir nicht begegnen. Anomalie vor uns. Da wollen wir nicht unbedingt rein. Das heißt, wir gehen hier rüber. Da sind Freunde. Da sind Freunde. Da sind Freunde. Оружие за спину. Ja, ja, okay. Möcht ihr mitkommen? No? Ja, слушаю. Wahrscheinlich nicht. Nee. Das Ding wird. Das wird teuer werden, das zu reparieren. Willst du das Visier kaufen? Du willst die Badges kaufen. Mal, die wiegen zwar eh fast nichts, aber. Komm, das willst du auch kaufen. Ein bisschen leichter werden hier. Aber ansonsten habe ich nichts, was ich loswerden will gerade. Also noch zwei Badges. Danke. Wir sind gerade am Rande der Anomalie. Da drüben ist er. In die Richtung, dann kommen wir auf die Straße. Ich hoffe, es ist eine gute Idee, auf die Straße zu gehen. Ja, ist doch schon ein bisschen mulmig da drin, ne? Ich weiß nicht genau, wie viel. Okay, irgendwo ist was.
Irgendwo ist Gefahr. Ach, nun Hund. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir jetzt haben, weil ich ein paar Mal abgeschmiert bin. Aber ich denke, wenn ich jetzt den Ausgang erreicht habe, dann werde ich diese Aufnahme erstmal beenden. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal dann.